erstmal herzlich willkommen und ja, es wird bestimmt interessante Vorträge geben. Wir werden einiges hören zum Thema Windkraft und wie es damit weitergehen wird, beziehungsweise wie die Entwicklung wird. Mein Name ist Peter Fisch, ich bin von der Verein Rette den Tageskraft. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu dieser Veranstaltung. Sie ist veranstaltet von der Bundesinitiative Vernunftkraft, unter der sich Bürgerinitiativen und Dachverbände ganz Deutschlands zusammengeschlossen haben. Diese vier Viertelstunden, die wir jetzt hier erleben, finden gerade gleichzeitig in ganz Deutschland statt. Mit dieser bundesweiten Aktion will die Bundesinitiative Vernunftkraft die Bevölkerung und die Politik kurz vor den Wahlen noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es in der deutschen Energiepolitik 5 vor 12 ist. Der von der Bevölkerung gewünschte Atomausstieg und der Klimaschutz dürfen nicht weiter als Alibi für Naturzerstörung und Gesundheitsgefährdung missbraucht werden. Ich begrüße insbesondere die Vertreter aller hessischen Bürgerinitiativen, die einmal mehr ihre Freizeit und ihr Geld opfern müssen, weil es den Politikern nicht gelingt zuzugeben, dass die Energiewende völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Das EEG kann so nicht weiter gültig bleiben, weil es völlig planlos die Zerstörung unseres Landes durch riesige Industrieanlagen begünstigt. Um dem Wohl von Menschen und Natur Geltung zu verschaffen, setzt sich Vernunftkraft bundesweit für eine vernünftigere Energiepolitik ein. Die Initiative wird von unabhängigen Wissenschaftlern und rund 200 Bürgerinitiativen getragen, bundesweit. Wir zeigen heute auch, dass wir eben kein Häufchen verstreuter Radikaler sind, wie von den Grünen behauptet, sondern rechtschaffene Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die ruhig und besonnen eine vernünftige, durchdachte und bezahlbare Energieversorgung fordern. So, ich habe es ja angekündigt, wir haben einige Redner, die mit ihrer Fachkompetenz, mit ihrer Erfahrung Ihnen das Thema noch einmal ein wenig näher bringen wollen. Und als Ersten darf ich begrüßen Herrn Florian Rentsch, Landtagsabgeordneter und Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in Hessen. Also ein ausgewiesener Fachmann, der uns jetzt mit seiner Rede begleiten wird. Herzlichen Dank und vielen Dank, dass so viele heute hier nach Wiesbaden gekommen sind bei dem Wetter. Wir haben lange über die Frage diskutiert, was muss eine Energiewende leisten, und ich will das gleich mal zu Anfang sagen. In den Diskussionen mit den vielen Bürgerinitiativen in den letzten Monaten habe ich nie das Gefühl bekommen, dass man hier gegen eine Energiewende ist, aber dass man hinterfragt, ob das, was wir unter Energiewende zurzeit verstehen, ob das rational und vernünftig ist, was Deutschland macht. Und das waren auch die Gespräche, die ich mit den Bürgerinitiativen, mit den Vorsitzenden in den letzten Monaten hatte. Und ich glaube, man darf bei einem solchen Projekt auch mal hinterfragen, ob das, was wir machen, vernünftig ist. Denn um Vernunft geht es zum Schluss. Wir kommen aus einer sehr emotionalen Debatte über die Frage Energiewende. Und das, was jetzt zu tun ist, ist das Ganze wieder auf eine rationale Ebene zurückzubringen. Ich habe heute mit Rainer Brüderle, dem Spitzenkandidaten der FDP, ein 5-Punkte-Papier veröffentlicht, was aus unserer Sicht nach der Bundestagswahl zu machen ist. Da steht an allererster Stelle zunächst einmal ein Moratorium für den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien. Eine Verdopplung. Auf der anderen Seite eine Verdopplung der Forschungsausgaben für den Bereich der Speichertechnik. Wenn wir in Deutschland keine Speichertechnik haben, brauchen wir nicht weiter auszubauen. Das macht keinen Sinn, meine Damen und Herren. Wir wissen an vielen Tagen im Sommer, wenn wir starken Wind und starke Sonneneinstrahlung haben, nicht wohin mit der Energie. Wir müssen sie nicht nur verschenken, sondern wir geben anderen Ländern noch Geld dafür, dass sie uns diese Energie abnehmen. Und dann, wenn wir wieder Energie brauchen, wenn die Netze leer sind, zahlen wir teuer dafür, dass wir wieder Strom zurückbekommen. Und deshalb brauchen wir einen Regulierungsrahmen, der auch wieder auf Marktwirtschaft setzt
Und es gibt, und ich will das zitieren, was Kommissar Oettinger an dieser Stelle vor einigen Wochen gesagt hat, es gibt kein Land, was so planwirtschaftlich, wie eine Planwirtschaft nur sein kann, eine Energiewende betreibt wie die Bundesrepublik. Er hat gesagt, wir sind langsam die Sowjetunion der Energiewende. Und da hat er recht. Das, was wir machen, hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Es hat nichts mit Effizienz zu tun, sondern es hat viel mit Ideologie zu tun. Und ich glaube, aus dieser ideologischen Ecke müssen wir raus. Wir brauchen wieder Vernunft bei der Energiewende. Das muss es sein. Und deshalb nehme ich es auch gerne mit jedem auf, der Sie und uns in eine Ecke stellt nach dem Motto, die wollen hier was kaputt machen. Nein. Wir wollen dafür sorgen, dass es überhaupt eine Energiewende gibt. Und wenn dieses Land es nicht schafft, eine Energiewende zu machen, wird es kein Land der Welt schaffen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir wieder Verantwortung und Vernunft in diesem Bereich zurückbringen. Ich will an einem Punkt eine Diskussion noch aufnehmen, ganz speziell zum Thema Windkraft. Ich habe bei den vielen Debatten, auch bei den Podiumsdiskussionen, bei denen ich eingeladen war, viele Menschen kennengelernt, die jetzt in eine Ecke gestellt werden nach dem Motto, sie seien gegen Windkraft. Und das ist falsch. Es ist immer falsch gewesen, weil diese Menschen auch dort gesagt haben, wir wollen Windkraft mit Vernunft, aber wir wollen Windkraft auch so, dass die Akzeptanz der Bevölkerung nicht verloren geht. Und ich kann mich an einen Wahlkampf erinnern in Baden-Württemberg nach Fukushima, wo die Frage der Akzeptanz der Atomkraft das entscheidende Thema war. Und ich glaube, auch bei der regenerativen Energie, auch bei Windkraft, muss es um Akzeptanz gehen. Windkraft muss so implementiert werden in die Landschaft, dass die Leute nicht irgendwann nur noch den Kopf schütteln und sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Es beeinflusst unser Leben so stark. Und deshalb diese Frage der Vernunft auch beim Thema Windkraft wieder zurückzubringen, das muss es sein. Und ich will mich bei René Rock bedanken, den ich jetzt gerade nicht sehe. Aber wir werden gleich auf einem Parteitag in Bad Homburg einen Antrag diskutieren, der vorsieht, die Abstandsflächen beim Thema Windkraft nach dem sogenannten bayerischen Modell auf das Zehnfache der Höhe der Windkrafträder zu vergrößern. Weil natürlich, je größer die Windkrafträder sind, auch der Abstand sich vergrößern muss. Bei Windkrafträdern, die mittlerweile in der Tendenz 300 Meter erreichen werden, kann es nicht sein, dass sie mit starren Abstandsflächen arbeiten. Und ich will mal eine Kritik aufnehmen, die ich letzte Woche von den Grünen gehört habe. Die Grünen haben gesagt, ihr wollt das, was wir vereinbart haben, ändern. Grünen sagen aber auch, wenn sie regieren, werden sie den Landesentwicklungsplan mit den 1000 Metern und den 5,75 Metern pro Sekunde verändern. Sie wollen weniger Abstand und weniger Windgeschwindigkeit. Dann, glaube ich, dürfen wir auch darüber diskutieren, ob man mehr Abstand und mehr Windgeschwindigkeit braucht, meine Damen und Herren. Es ist genauso legitim, beide Seiten zu diskutieren. Und deswegen ist es auch notwendig, dass es heute auf einem Parteitag möglicherweise dort eine Entscheidung gibt. Ich gehe davon aus und will mich nochmal bedanken, dass die Diskussion dort auch angeschoben wird. Zum Schluss geht es am 22. um die Frage, wird Hessen das Windkraftland Nummer 1? Das ist ja die Planung der Grünen. Ich glaube, man kann Windkraft und muss Windkraft dort machen, wo Wind weht. Das ist in Hessen nur an kleinen Flächen der Fall. Und auch diese Flächen muss man so aussuchen, dass sie die Akzeptanz der Menschen nicht verlieren. Da sind wir zurzeit auf dem Weg, diese Akzeptanz zu verlieren. Und ich will mich dafür einsetzen, dass wir, wie gesagt, bei der Frage der Energiewende wieder Vernunft bekommen, aber auch die Akzeptanz der Menschen in diesem Land nicht verlieren. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, wir werden damit durchdringen. Ich freue mich, dass heute so viele hierher gekommen sind, denn ich glaube, es ist wichtig, endlich ein Signal zu setzen nach dem Motto, das sind hier nicht alles Verrückte, sondern das sind Menschen in der Mitte dieser Gesellschaft, die wissen, was sie tun und sich Sorgen um diese Gesellschaft machen. Ein völlig berechtigtes Anliegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank an Sie. Ich drücke Ihnen und uns sehr die Daumen, dass wir bei dem Thema wieder Vernunft zurückbringen. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Staatsminister Rentsch. Akzeptanz, das ist ein ganz wichtiges Thema und dass wir alle hier sind, zeigt, dass das Thema Akzeptanz ernst genommen werden muss. Wir alle sind Wähler und ich darf jetzt einladen, ebenfalls auch zu dem Thema Akzeptanz unter anderem Stellung zu nehmen, den Herrn Peter Beuth. Der Peter Beuth ist Abgeordneter des Hessischen Landtages und Generalsekretär der hessischen CDU. Herzlich willkommen, Herr Beuth. Ja, vielen Dank, lieber Detlef Fisch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin Florian Rentsch dankbar, dass er hier schon mal
einen Beitrag geleistet hat, wie wir in Zukunft die Energiewende mit großer Vernunft voranbringen wollen. Wir arbeiten ja gemeinsam, Florian, auf der Basis des hessischen Energiegipfels. Wir waren diejenigen, die im Lande Hessen gesagt haben, nach der Energiewende, wir müssen versuchen, die gesellschaftlichen Gruppen in diesem Land zusammenzuführen. Und das ist uns in dem Energiegipfel ein Stück weit gelungen, aber das müssen wir natürlich gerade unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz auch weitermachen. Wir wollen eine Energieversorgung, die sicher ist, die sauber ist, die gesellschaftlich akzeptiert ist und die auch vor allem bezahlbar ist. Meine Damen und Herren, ich finde, wir können es uns nicht leisten in unserem Land, dass die Energiewende zur neuen sozialen Frage wird. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir das EGG reformieren müssen, weil die Kostenlawine, die durch die erneuerbaren Energien ohne die Rücksicht auf die Effizienz, ohne Rücksicht auf die Effizienz ausgebaut wurde, dass wir diese Kostenlawine werden begrenzen müssen. Meine Damen und Herren, deswegen wird es darum gehen, die Fehler des EGG zu beheben. Für uns ist der Ausbau erneuerbarer Energien ja kein Selbstzweck, schon gar kein ideologischer Selbstzweck. Wir wollen möglichst sinnvoll Strom erzeugen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist der große Unterschied auch zu Rot-Grün in diesem Land, die die Energiewende als eine Form ökologischer Transformation begreifen. Eine ökologische Transformation unserer Gesellschaft brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur sichere, saubere und gesellschaftlich akzeptierte Energie. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen klaren Kompass für die Reform des EGG. Höchste Effizienzstandards, damit die Ökostromerzeugung mit möglichst geringer Förderung auskommt und niemand arm macht. Wir brauchen eine sinnvolle Verknüpfung der Stromnetze, meine Damen und Herren. Das heißt, wir müssen auch den Netzausbau, finde ich, gehören in diese Abwägung hinein. Und ich finde es korrekt, wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, wir lassen uns unsere Landschaft nicht kaputt machen durch diese Anlage. Meine Damen und Herren, wir werden die Energiewende, das sollte die Lehre auch aus Stuttgart 21 sein, wir werden die Energiewende nicht mit dem Bagger und mit der Bereitschaftspolizei erreichen, sondern nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen und die Energiewende auch akzeptieren. Und dazu gehört, dass wir natürlich auch die Entwicklung von Anlagen mit in den Blick nehmen müssen. Florian hat das schon angedeutet. Natürlich können wir, wenn Anlagen größer werden, wenn die Anlagenhöhe noch weiter steigt, können wir nicht mit Mindestabständen von 1000 Metern weitermachen. Das ist doch Unsinn. Das wird am Ende von den Menschen nicht akzeptiert werden. Dann wird die Energiewende nicht akzeptiert werden. Und das ist falsch für unser Land, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich einen letzten Part als Wahlkreisabgeordneter aus dem Untertaunus wenigstens noch loswerden. Ich finde es klug, dass wir es erreicht haben in der Stadtverordnetenversammlung in Taunusstein, diesem Wahnsinn auf dem Taunuskamm zumindest mal von Taunussteiner Seite ein Ende zu setzen. Die Verschandelung unserer einzigartigen Kulturlandschaft, die darf nicht auf dem Taunuskamm passieren. Und deswegen ist es gut, dass wir darauf verzichten wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir aus ideologischer Verblendung die Energiewende vorantreiben wollen, dann werden wir die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Energiewende nicht erreichen. Ich glaube, dass wenn wir mit der Bevölkerung gemeinsam, mit den Menschen im Land, mit den Unternehmen im Land, insgesamt gemeinsam versuchen, vernünftig bis zum Jahre 2050 unsere Energie aus regenerativen Energien zu erzeugen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir weit mehr gewonnen, als wenn wir jetzt ein paar mehr Windräder sofort und schnell aufbauen. Wir brauchen den klügsten Weg, meine Damen und Herren, und nicht den schnellsten Weg bei der Energiewende. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Peter Deuth. Und wir sind das ja gewohnt, dass Politiker das eine oder andere sagen.
dann aber vielleicht nicht halten. Aber dass es eben keine hohlen Worte sind, die der Peter Beuth hier gerade gesprochen hat, sieht man eben genau daran, dass Taunusstein aus diesem Projekt ja ausgestiegen ist mit den Stimmen der CDU, mit den Stimmen der FDP, mit den Stimmen der Freien Wähler und das muss man auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, mit 2 Stimmen der SPD. Das muss man ganz klar sagen. Und mein Lob oder beziehungsweise unser Dank ganz besonders eben auch an die beiden Damen. So, zunächst mal, wir haben gesehen, es sind auch Windkraftbefürworter da, die begrüßen wir selbstverständlich auch in unserer. Naja, die begrüßen wir schon. Also, wir sind ja nicht per se gegen Windkraft, sondern Windkraft soll eben dahin, wo sie vernünftig ist. Und das wollen wir eben hier heute mal klarstellen. So, dann darf ich jetzt als nächsten Redner den Herrn Dr. Michael von Poser von der Bürgerliste in Wiesbaden begrüßen, die sich ja auch ganz klar hier gegen die Windkraft auf der Taunuskammer ausgesprochen hat. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Sachen Windkraftanlagen, die Gruppierung, die ich vertrete, die Bürgerliste Wiesbaden, wendet sich gegen den Bau von ca. 200 Meter hohen Windrädern auf dem Taunuskamm. Denn das würde nichts anderes bedeuten als eine Industrialisierung eines für die Naherholung wichtigen Naturschutzgebietes. Wir sind tätig im lokalen Rahmen. Wir nehmen weder an der Bundestagswahl noch an der Landtagswahl teil. Und ich mache auch keine parteipolitischen Aussagen. Wir sehen allerdings mit einem Grauen, wie zum Beispiel im Hunsrück oder am Vogelsberg schon weitläufige Landschaften durch Riesenwindräder ruiniert worden sind. Und wir möchten, dass dem Taunus und dem Rheingau und jeder Landschaft von Wert ein ähnliches Schicksal erspart bleibt. Insofern trifft uns der Vorwurf des St. Florians-Prinzips nicht. Wir sind der Meinung, dass dieser Vorwurf in der Hauptsache dahin zielt, jede Standortdiskussion zu unterbinden. Denn die rabiaten Verfechter der Windkraft zielen ja gerade auf die kostbarsten Stellen und wollen das ganze Land mit Windrädern überziehen. Wir sind gegen Atomkraft. Wir sind für eine Energiewende auch mit Windkraft. Aber die kann nicht so gehen, dass die Natur, die man zu schützen behauptet, zerstört wird. Im Vorhaben auf dem Taunuskamm, um darauf mal noch kurz einzugehen, fehlt die energiepolitische Überzeugungskraft. Die Grundannahmen zur Ressource Wind beruhen nicht auf Messungen vor Ort, sondern auf Hochrechnungen, die auf wundersame Weise von Gutachten zu Gutachten bessere Ergebnisse erzielt haben. Selbst wenn man die Prognosen für halbwegs verlässlich halten wollte, was wir nicht tun, dann käme ein vernachlässigungswerter Energiegewinn heraus. Nach den Rechnungen der Planer selbst durch 10 Windräder weniger als 1% des Gesamtenergieverbrauchs von Wiesbaden. Das heißt, eine magere Energiebeute steht einer gigantischen Umwelt- und Landschaftszerstörung gegenüber. Der Taunuskamm ist der prominente und auch literarisch gefeierte Hintergrund zur Landeshauptstadt Wiesbaden. Er ist ein Stück Heimat im besten Sinn. Durch überdimensionierte Windräder würde er verzwergt und entstellt. Es bedarf einer Blindheit, die nur aus einer ideologischen Verblitztheit kommen kann, zu verkennen, dass das immens schädlich ist.
Wir haben alle relevanten Informationen gesammelt und geprüft. Wir haben mit den Befürwortern herumdiskutiert. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man einfach sagen, nein, wir werden mit all der zu uns zu verfügenden Mitteln dieses unsinnige Vorhaben bekämpfen. Wir hoffen, dadurch auch an anderer Stelle den Widerstand zu stärken, so wie wir profitiert haben von den Erfahrungen anderer. Austausch, gegenseitige Hilfeleistung, Solidarität sind immens wichtig, wenn man den politischen und auch juristischen Manövern der Windkraftlobby begegnen will. Es gibt ein Know-how für Windkraft, aber es gibt auch ein Know-how gegen Windkraft. In den umweltpolitischen Debatten, und damit komme ich zum Ende, ist immer wieder hervorgehoben worden, dass wir den folgenden Generationen eine bewohnbare Erde hinterlassen müssen. Zu dem Erbe, das zu erhalten ist, gehören ganz bestimmt auch intakte, unverbaute Landschaften. Dafür sich einzusetzen, halte ich für eine Ehrensache. In diesem Sinn grüße ich Sie. Ja, wir haben also jetzt viel gehört, was hier passiert ist oder beziehungsweise was hier passieren könnte und haben eine klare Stellungnahme hier auch von Dr. Michael von Poser gehört. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das noch zu verhindern, was wir auch mit allen Mitteln, der Herr von Poser hat es schon angekündigt, auch tun werden. In anderen Regionen, auch darüber hat der Herr von Poser gerade gesprochen, ist das leider nicht gelungen. In anderen Regionen ist es schon sehr weit fortgeschritten. Ich begrüße jetzt Herrn Tegelbeckers aus dem schon stark mit Windkraftanlagen belasteten Vogelsbergkreis. Wir haben eben gerade miteinander gesprochen und ich habe gefragt, ob ich ihn als geläuterten Windkraftbefürworter bezeichnen darf. Und da sagt er, ja, das dürfen Sie. Und ich denke, wir hören uns einfach mal an, wie die Situation im Vogelsbergkreis wahrgenommen wird. Ja, vielen herzlichen Dank. Endlich mal erst aufgewitzt. Welche Position wir heute haben, denn ich bin heute auch gegen den Wind. Ich muss Ihnen sagen, wir kommen aus einer Region, in der wir vielleicht so ein bisschen der Vorreiter für Windenergie in Deutschland waren. Ein Bürgermeister aus einer kleinen Gemeinde, Ulrich Stein, ist sehr stolz darauf, dass er derjenige war, der Windkraft in Deutschland gesellschaftsfähig gemacht hat. Wir haben bei uns etwa 250 Anlagen stehen. Die erdrücken viele Menschen. Und ich denke auch, dass es vielen anderen so gehen wird, die irgendwann mit Windkraft vollgestellt werden. Es gibt viele Menschen, die heute noch sagen, und ich denke auch, da sind viele unter Ihnen dabei, die sagen Windkraft, ja, aber. Aber heißt letztlich und endlich, dass wir Windkraft akzeptieren unter bestimmten Bedingungen. Und die Bedingungen werden dann oft in zwei Vokabeln gefasst, die heißen sozial und naturverträglich. Dabei widersprechen sich bereits Sozial- und Naturverträglichkeit. Denn das, was sozial ist, meint Windkraft möglichst weit in den Wald rein, möglichst weit weg von den Menschen, aber das schadet dann wieder der Natur. Und deshalb denke ich, sollten wir über die Frage Windkraft, ja, sollten wir neu nachdenken und vielleicht die Frage stellen, ist Windkraft überhaupt notwendig? Macht Windkraft Sinn? Macht Windkraft im Taunus? Macht Windkraft
irgendwo in der Welt Sinn. Nein, ich glaube, Windkraft macht keinen Sinn. Wir können die Frage aber weiterstellen, macht die Energiewende Sinn? Ich weiß, dass das provozierend klingt, aber diese Frage sei erlaubt. Denn wir haben mit der Energiewende zugesagt bekommen, dass 100% unserer Energie in Zukunft erneuerbar sein soll. Das erneuerbaren Energieträgern aus Wind, Sonne und Biogas. Wir haben aber das Problem, dass letztlich und endlich keine der konventionellen Anlagen bis jetzt abgeschaltet wurde. Wir werden im Grunde genommen immer dort, wo wir auch Windkraft aufbauen, konventionelle Anlagen weiter betreiben. Man sieht das schon daran, dass heute der Ausstoß an CO2 höher geworden ist bei Kohlekraftwerken, dass Kohlekraftwerken 6% mehr Strom produzieren als je zuvor. Das heißt also, wir haben 23.000 Windkraftanlagen in Deutschland stehen, aber letztlich und endlich werden wir versorgt durch die konventionellen Anlagen. Wir bauen also im Grunde genommen Kapazitäten auf, zusätzliche Kapazitäten über Windkraft auf, die wir Backup vorhalten in Form von konventionellen Anlagen. Wir leisten uns damit auf Dauer eine redundante Stromversorgung, die der Verbraucher über das EEG finanziert. Wir haben also parallel zwei Systeme, ein System, das erneuerbar ist und ein System, das letztendlich konventionell ist. Diese beiden Systeme werden im Grunde genommen auf Dauer betrieben. Und wenn Sie sehen, dass auch in 2050 sich der Kraftwerkspark für konventionelle Anlagen nicht wesentlich verändert hat, laut Projektion, gegenüber heute, dann wissen Sie, dass auch in 2050, wenn wir 100% erneuerbar sein sollen, diese Kraftwerksanlagen weiter betrieben werden. Und mein Nachredner wird auch darauf noch etwas genauer eingehen. Windkraft funktioniert darüber hinaus auch nur, und das ist vielleicht auch mal interessant, solange es konventionelle Anlagen gibt. Windkraftanlagen brauchen nämlich zum Betrieb konventionelle Anlagen. Sie brauchen etwa 10.000 bis 20.000 Kilowattstunden im Jahr, jede einzelne Anlage. Das heißt also, wenn es die konventionellen Anlagen nicht mehr geben würde, gäbe es auch Windkraft nicht mehr. Und da muss ich ja die Frage stellen, wenn wir sagen, dass wir deshalb aus den konventionellen Anlagen aussteigen, weil diese Ressourcen, die dazu notwendig sind, endlich sind, dann muss man ja sehen, wenn wir im Grunde genommen das Backup nicht mehr gewährleisten können für die Windkraft, dann gibt es auch keinen Sinn, diese Windkraft weiter zu betreiben, denn dann werden wir keine sichere Stromversorgung mehr haben. Also solange es konventionell gibt, solange kann es auch nur Windkraft geben. Die Frage ist, können wir uns das leisten? Können wir uns volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich dieses doppelte Vorhalten von Energie leisten? Ich denke, nein, wir dürfen es uns auch nicht leisten. Wir dürfen es uns auch deshalb nicht leisten, weil Kulturlandschaften, Wälder und alles in Industrieparks umgewandelt wird. Weil wir den Anspruch definiert haben, dass wir ein Energieland sein wollen, können wir im Grunde genommen nicht vergessen, dass auch dieses Land ein Land ist, in dem Menschen leben müssen. Dürfen wir es uns leisten, in Hessen um 28 Milliarden Kilowattstunden im Jahr, die wir benötigen, um diese alternativ zu erzeugen, können wir uns das leisten, einem Schachbrettmuster gleich flächendeckend Windparks zu errichten, wo alle 4 bis 7 Kilometer ein Windpark mit 10 Anlagen stehen wird. Und da bringt das Windkraft ja aber letztlich und endlich auch keine Lösung. Denn Windkraft ja aber bedeutet, dass wir immer die Menge Anlagen brauchen, nämlich etwa 100.000 in Deutschland. Und die werden dann irgendwo um uns herum stehen. Alle 7 Kilometer wird es einen solchen Windpark geben. Und dann können wir Windkraft ja aber sagen, die stehen irgendwo. Wenn sie nicht bei uns stehen, stehen sie irgendwo anders. Aber sie werden stehen. Solange wir daran festhalten, dass Windkraft eine Alternative sein soll zu der konventionellen Stromerzeugung, solange werden wir einen Irrweg gehen. Bravo!
Dürfen wir unseren Kindern und Enkeln ein Land übergeben, das Energie, in dem Energieerzeugung alles, Menschen aber nichts sind? Ich sage deshalb nicht Windkraft, ja aber, ich sage Windkraft, nein danke. Die Politiker, die hier anwesenden Politiker, möchte ich bitten, das Thema Energiewende erneut, aber qualifiziert anzugehen. Ich möchte, dass Sie Lösungen abseits suchen von Sonne, Wind und Biomasse. Diese Energieträger sind keine Lösung für die Zukunft. Sie werden uns nicht mit einer sicheren Stromversorgung bedenken. Wende heißt bekanntlich umkehren. Kann eben auch heißen, von mehr Verbrauch auf weniger Verbrauch umzuschalten. Das ist im Grunde genommen etwas, was wenig gefördert wird in Deutschland. Wir fördern die Erzeugung von Energie, aber vernachlässigen Reduzierung des Energiebedarfs. Um die Zeit für eine Umkehr zu gewinnen, bitte ich die Politiker, dem zuzustimmen, was Herr Rentsch auch schon gesagt hat, ein Moratorium zu beschließen, das einen sofortigen Stopp von Bau und Planung von Windkraftanlagen vorsieht, damit ein neues Denken beginnen kann, ein neues Denken für eine neue Energiewende. Bravo! Am nächsten Sonntag sind Wahlen. Gehen Sie wählen. Wählen Sie aber bitte nicht die Fortsetzung dieser Energiepolitik. Danke. Bravo! Ja, wir haben eben gehört, Windenergie, nein, danke. Das hören wir leider immer öfter. Windenergie durch diesen unglaublichen Ausbau verliert immer mehr an Akzeptanz. Das muss man und das müssen die Politiker einfach zur Kenntnis nehmen. Ich darf jetzt als nächsten Redner begrüßen den Dr. Detlef Alber aus Groß-Almerode im Kaufunger Wald. Im Kaufunger Wald. Der Dr. Alban wird uns jetzt einen ganz kurzen technischen Exkurs geben, der sicherlich auch interessant ist und mal die technischen Aspekte hinterleuchtet. Dankeschön. Liebe Mitbürger, liebe Mitstreiter, einer meiner Vorredner hat es eben schon gesagt, diese Bewegung, die wir hier sind, ist eine Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft. Mikro ran! Wir, unsere Bewegung, wir veranstalten keine Straßenschlachten um die Bewohner von irgendwelchen Käfern in der Rinde, vor Bäumen, vor Bahnhöfen. Und, meine Damen und Herren, mein Vorredner hat es angedeutet und das ist der technische Aspekt der Windkraft in unserem Land. Und jetzt versuchen Sie mal, den zwei Zahlen Gehör zu schenken, die ich Ihnen hier nenne. Es gibt Leute, und ein paar davon stehen, glaube ich, da hinten. Denen rufe ich Folgendes zu. Man will in Hessen 28 Millionen Megawattstunden mit erneuerbaren Energien, namentlich mit Windkraft, erzeugen. Merken Sie sich diese Zahl. 28 Millionen Megawattstunden. Eines dieser 3-Megawatt-Monster, mit denen man unser Land zupflastern will, liefert 6.000 Megawattstunden. Jetzt kriegen wir ein Problem mit den Nullen. Wenn Sie 28 Millionen durch 6.000 teilen, da kommt so ungefähr 5.000 raus. Nun stellen Sie sich bitte vor, wie unser Hessenland aussieht, wenn es mit 5.000 Windkraftanlagen zugepflastert ist. Es bedeutet nämlich, dass wir von Karlshafen bis nach Bensheim, von Limburg bis nach Gersfeld, das ganze Land mit Windparks dicht gepflastert haben, mit Windparks mit je 10 Windrädern, obwohl der Abstand von einem Windpark zum anderen so roundabout so ungefähr 6 Kilometer beträgt. Wer das den Bürgern verkaufen will und das ernst meint,
den fragen wir an dieser Stelle, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Dankeschön. Also das waren deutliche Worte. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass viele der Bürger auch hier in Wiesbaden oder im ganzen Land noch gar nichts davon wissen, was Windkraft überhaupt bedeuten kann, auch für ihre Region. Die Windräder, na Gott, die sind halt so, das sind halt die Windrädchen, die so im Wald stehen oder irgendwo im Land stehen, sind ja ganz niedlich anzuschauen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo man die Wahrheit offen auf den Tisch legt, wo man klar macht, dass es eben nicht mehr die Windrädchen sind, sondern dass es hier sich wirklich um eine Industrieanlage handelt, da denken die Menschen um, da erschrecken die Menschen. Die Dinge verändern sich auch, die wachsen, die werden immer größer. Und wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden, es ist ja nicht so, dass es die Energiewende erst seit kurzem gibt. Nein, wir haben ja bereits Windparks in der Bundesrepublik, die über 20 Jahre alt sind. Und in diesen Windparks hat sich auch sehr viel verändert. Und ich darf jetzt als nächsten Redner den Heinrich Hein aus Diemelsee begrüßen, der eben genau diese Erfahrung hat und aus 20 Jahren Windkrafterfahrung uns ein klein wenig berichten wird über die Belastung oder besser gesagt über die Überlastung auch für den Menschen. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Heinrich Hein, ich komme aus Nordhessen, genauer gesagt aus Diemelsee. Das liegt im Waldeck-Frankenberg, genau am nordwestlichsten Teil unseres schönen Bundeslandes, an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Dies ist meine erste Demo, sehen Sie es mir nach, ich habe keine große Erfahrung. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es mal nötig wird, nach Wiesbaden zu fahren, um an einer solchen teilzunehmen oder gar als Redner aufzutreten. Ich bin persönlich mittelständischer Unternehmer, ich trage Verantwortung für 50 Mitarbeiter und es ist nicht mein Geschäft, normalerweise auf Marktplätzen Reden zu halten. Aber meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen berichten, wir sind heute gekommen mit dem Bus, wir sind ein bisschen später, sehen Sie es uns nach. Aber wir möchten Ihnen berichten vom Übermaß, von Überlastung, von rücksichtsloser Planung und von mangelnder Rücksicht auf Mensch, Natur und Landschaft. In unserer Gemeinde hat Windkraft eine lange Tradition. Die ersten Windräder wurden bereits vor 20 Jahren errichtet und wir waren lange stolz darauf, Pioniere in diesem Bereich der erneuerbaren Energien zu sein. Ja, also wie gesagt, wir haben 20 Jahre Erfahrung und wir waren lange sehr stolz darauf, Pioniere in diesem Bereich der erneuerbaren Energien zu sein. Doch was jetzt mit uns passiert, was jetzt geplant ist, dem werden wir uns nicht widerstandslos ergeben. In der Gemeinde Diemelsee stehen zurzeit 70 Windkraftanlagen in einer Gemeinde. Das sind mehr als 10% aller Anlagen in Hessen und 50% aller Windkraftanlagen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Wir produzieren damit bereits 6-mal so viel Strom, wie wir verbrauchen. Ungeachtet dieser großen Zahl von Windkraftanlagen plant das Regierungspräsidium in Kassel jetzt die Ausweisung weiterer Windvorrangflächen in unserer Gemeinde und dabei eine riesige Fläche im bisher verschonten Naturpark Diemelsee. Das ist für uns und viele unserer Mitbürger eine unerträgliche Vorstellung. Wir haben 1500 Bürger, die haben sich im Rahmen einer Unterschriftenaktion bereits gegen diese Planung ausgesprochen. Der Naturschutzbund und die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz haben sich gegen das Projekt ausgesprochen. Die Tourismusvereinigung Diemelsee, wir haben auch einen nennenswerten Tourismus dort in Zusammenarbeit mit Willingen, hat sich gegen das Projekt ausgesprochen. Die kommunalen Parlamente, das kommunale Parlament, die Gemeindevertretung hat sich mit 2/3 Mehrheit gegen die Ausweisung dieser Flächen ausgesprochen und trotzdem hält das Regierungspräsidium in Kassel an diesen Planungen fest. Es sollen weitere Anlagen errichtet werden. Diese Planung ist rücksichtslos, sie führt zur Überlastung von Mensch, Natur und Landschaft. Deshalb appellieren wir eindringlich an die Verantwortlichen, hier endlich ein Einsehen zu haben. Es kann doch nicht sein, dass sich die Parteien in einen Wettstreit begeben, in dem es darum geht, wer die meisten und die höchsten Windräder am schnellsten durchsetzt und als Ergebnis die Menschen am Ende in einer völlig verspargelten Landschaft aufwachen. So geht das nicht, meine Damen und Herren. Applaus.
Region Diemelstadt, Diemelsee, Bad Arolsen, Diemelstadt, droht durch die Planung über die bereits im Moment zahlreich bestehenden Windkraftstandorte hinaus eine großflächige Verspargelung der Landschaft. Das werden wir so nicht hinnehmen. Wir sind keine Fantasten und keine Demonstranten. Wir sind nicht gegen die Nutzung erneuerbarer Energien. Und es geht uns hier allein um das rechte Maß zu finden und Überlastung von Mensch und Natur abzuwenden. Windkraft wird uns als ein Mittel, als eine Medizin gegen den Klimawandel verkauft. Ob diese Therapie wirklich wirkt, darf mit Hug und Recht bezweifelt werden. Wir in Diemelsee haben 70 Windkraftanlagen. Wir haben diese Medizin in großem Maße geschluckt. Und wir müssen nun feststellen, dass diese Therapie mit dramatischen Nebenwirkungen verbunden ist. Mensch, Natur und Landschaft werden in einem Maße beeinträchtigt, das nicht mehr zu vertreten ist. Das Gesicht unserer Heimat, nämlich unsere Landschaft, wird unwiederbringlich zerstört. Und nun könnte man entgegnen, Landschaft hat sich schon immer verändert. Das ist sicher wahr. Und das ist auch richtig. Aber eine Landschaftsverschandlung diesen Ausmaßes hat keine Generation vor uns jeweils hinbekommen. Das können wir so nicht machen, meine Damen und Herren. Besteht die Gefahr, dass wir nicht am Klimawandel zugrunde gehen, sondern an den Nebenwirkungen dieser Medizin, die wir hier schlucken sollen. Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in Diemelsee warnen wir vor diesen Nebenwirkungen der Windkraft und raten dringend, zu einer maßvollen Dosierung zurückzukehren. Wir müssen für die Windkraft das richtige Maß finden. Manche sagen, wir brauchen gar keine. Wir sagen, wir müssen das richtige Maß finden. Und im Übermaß sind Anlagen dieser Größe und Anzahl unerträglich und werden in der Bevölkerung keine Akzeptanz finden. Aus unserer Erfahrung fordern wir, dass es auf keinen Fall weitere Ausweisungen von Windvorrangflächen gegen die Menschen vor Ort geben darf. Das Votum der Leute in den Gemeinden muss berücksichtigt werden. Und wir sind im Moment schon so weit, dass man sogar Planungen durchziehen will, wie auch bei uns im Raum Diemelsee, gegen das kommunale Votum, gegen das Votum der gewählten Vertreter in der Gemeindevertretung oder in den Stadtparlamenten. Das ist für mich also ein unerträglicher Zustand. Sicherlich gibt es Stadtparlamente, die auch für Windkraft sind, aber wenn die Menschen vor Ort, die demokratischen Vertreter, sich gegen Windkraft mit 2/3 Mehrheit ausgesprochen haben und die Kommunalplanung hält trotzdem an diesen Vorhaben fest, dann ist das doch nicht mehr in Ordnung. Das kann doch so nicht sein. Also uns geht es darum, dass die kommunale, die örtlichen Parlamente zu berücksichtigen und vor allen Dingen Überlastungssituationen in den Regionen auf jeden Fall zukünftig zu vermeiden. Dafür müssen klare Kriterien aufgestellt werden und darüber muss man einfach klare Kriterien finden. Darüber hinaus gibt es andere Forderungen, die hier in diesem Zusammenhang auch gestellt werden. Herr Dr. Kuck hat auch einen Forderungskatalog aufgestellt mit Frau Professor Schulz, dem werden wir uns anschließen. Ich kann auf diese einzelnen Details und auf die allgemeine Energiepolitik nicht eingehen. Aber auch mir geht es darum, Überlastungen vermeiden, die örtliche Bevölkerung hören und das ist das, um was es uns geht. Wir können weitere Windkraftanlagen in diesem Raum nicht mehr befürworten und nicht mehr hinnehmen. Wir haben das lange genug getan. Wir haben, wie gesagt, 70 Windkraftanlagen. Bis zur 60. Windkraftanlage war ich selber nicht dagegen. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. So geht es nicht. Gestatten Sie mir zwei Sätze zum Schluss. Nur wenn wir weiter wachsam bleiben und gemeinsam auf die Probleme hinweisen, das sachliche Gespräch mit der Politik und den Menschen suchen, kann es gelingen, das Schlimmste noch abzuwenden. Bitte helfen Sie an Ihrer Stelle, in Ihren Dörfern, in Ihren Gemeinden mit. Sprechen Sie die Politik an, sagen Sie ihnen, was Sie von diesen Vorhaben halten.
Natur- und Landschaftsschutz sind aus dem Blickfeld der Energiewendepolitik geraten. Lassen Sie uns gemeinsam kraftvoll dafür eintreten, dass diese Werte den Stellenwert zurückerhalten, den sie verdienen. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank, Herr Hein. Das war jetzt jemand, der tatsächlich Erfahrung mit Windkraftanlagen hat. Und zwar eine lange Erfahrung. Und ich denke, das gibt uns allen einen Einblick, was uns in diesem Land auch noch bevorsteht. Ich habe mich gerade eben mal hier so umgeschaut, habe mal ins Publikum geschaut und mir ist aufgefallen, dass das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das nur unterstreichen kann. Es sind keine Chaoten und es sind keine Splittergruppen und es sind keine vereinzelten Menschen, die sich mittlerweile dagegen wehren, sondern wenn ich hier drüber schaue, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Es ist die Mitte unserer Gesellschaft. Das sind Familien, es sind Ältere, es sind Jüngere, es sind alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die von diesem Thema betroffen sind. Und ich glaube, das macht uns Mut zu sagen, wir wollen das nicht und aufzustehen und zu sagen zu denen, die vielleicht wirklich anders sind als wir, nein, wir wollen das nicht. So, jetzt darf ich als nächsten Redner den Dr. Nikolai Ziegler begrüßen. Er ist der Gründer und der erste Vorsitzende von dem Verein Vernunftkraft. Dr. Nikolai Ziegler. Ja, liebe Hessen, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, diesem Aufruf gefolgt sind, den Taunuskamm und Vernunftkraft gestartet haben, diese vier vernünftigen Viertelstunden. Die sind ziemlich wichtig, denn nächste Woche ist Wahl und da wird sich einiges entscheiden, was auch unsere Heimat ganz stark betreffen wird. Meine Heimat ist auch Hessen, ich komme aus Witzenhausen, wohne mittlerweile in Berlin, bin jetzt von Berlin hergekommen, mit meinen Eltern zusammen hier durchs schöne Hessenland gefahren. Das ist ein wunderschönes Land, grüne Berge, Wälder, ist immer noch schön, auch bei Regen, aber ich mache mir sehr große Sorgen um mein Hessenland. Wenn ich die Zeitung lese, was hier geplant ist, zigtausende Windkraftanlagen, die Grünen wollen es nicht ganz wahrhaben, was die Konsequenzen ihrer Pläne sind. Detlef Alborn hat es gerade ausgeführt. Annäherungsweise Umsetzung der grünen Pläne heißt 5000 Windkraftanlagen in Hessen. Das ist dann nicht mehr mein Hessen, aber ich will mein Hessen behalten, wie Sie alle auch Ihre Heimat behalten wollen und wie wir auch die Natur erhalten wollen. Wir sind in erster Linie Freunde der Natur, des Waldes, der Tiere. Wir sind eigentlich die wahren Grünen. Wer gegen Windkraft ist, ist eigentlich der wahre Grüne. Das ist eine Dimension des Problems, die noch nicht richtig bekannt ist. Und deswegen diese Aktion in Deutschland heute. Denn der ökonomische Irrsinn des EEGs, der spricht sich langsam rum. Jedes neue Windkraftrad kostet uns jetzt 17 Millionen Euro. Das EEG ist ein Selbstbedienungsladen für Kommunen, für kleine Kommunen, die sich gesunden wollen auf Kosten der Allgemeinheit, für Grafen, die ihre Schlösser sanieren wollen, für alle möglichen Leute, die etwas Land zur Verfügung haben und die Möglichkeit haben, vermeintlich umweltfreundlich Energie zu erzeugen. Für diese Leute ist das ein Paradies. Für uns ist die Hölle. Wir wollen diese Hölle abschaffen. Das EEG muss weg. Denn das ist das Grundproblem, das Grundübel, was uns alle hierher bringt. Was dafür sorgt, dass es überall ökonomisch, also betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, Anlagen zu errichten, die volkswirtschaftlich einen großen Schaden verursachen. Die Wirtschaftsweisen, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage, sagt das seit Jahren. Wir müssen dieses verrückte EEG abschaffen, aber die Politik denkt, die Leute wollen das. Und das ist der Ansatz der intensive Vernunftkraft, zu sagen, Leute, das ist total unvernünftig. Wir brauchen keine Windkraft, wir brauchen mehr Vernunftkraft. Wir müssen dieses Wissen, was Detlef Alborn in kurzen Sätzen hier skizziert hat, das muss eigentlich allgemeingut werden, dass nämlich diese Windkraftanlagen für den Klimaschutz überhaupt gar nichts bringen und für die Energieversorgung auch nicht. Was jetzt ausgebaut wird, ist rücksichtslos, es ist konzeptionslos und vor allem sinnlos. Das muss klar werden. Ja. Es gibt ja Menschen in der politischen Szene, die wollen die Leute glauben machen, dass Wälder Windräder brauchen. Habe ich in der Zeitung gelesen, als Frau Angela Dorn. Wälder brauchen Windräder. Nein, Wälder brauchen eins ganz dringend. Keine Grünen.
stehen wir hier zusammen für den Taunuskampf, für den Reinhardswald, für den Kellerwald, für den Kaufungerwald, für alle Wälder in Hessen, für alles, was dazwischen ist. Und nicht, wir stehen hier von Karlshafen bis Bensheim gedanklich vereint und nicht nur dort. Diese Aktion ist bundesweit angelegt, denn überall gibt es Leute wie uns, die sich um ihre Heimat Sorgen machen und die eigentlich die Vernunft auf ihrer Seite haben, die aber von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Damit soll jetzt Schluss sein, peu à peu. Deswegen stehen wir hier nicht nur in Wiesbaden, sondern 30 Orten Deutschlands, Leute, für die Vernunft ein. Denn es geht genauso um die Heide, um die Uckermark, um den Schwarzwald, um die Schwäbische Alb. Alles ist in Gefahr aufgrund einer völlig fehlgeleiteten Energiewende. Man kann es besser machen, aber so wie es jetzt läuft, ist es der reine Irrsinn. Und das Signal, was wir hier senden wollen, ist, liebe Politiker, es ist kurz vor 12, aber kurz vor 12. Es gibt noch eine Chance. Schafft das EEG ab, kümmert euch um das, was die unabhängigen Experten sagen, die nicht finanziell abhängig sind, die nicht ideologisch verblendet sind. Wir helfen euch dabei. Wir haben Experten wie Detlef Alborn, wie einen Dr. Cook, der sich mit der Medizin auskennt. Wir haben ein ganzes Expertenteam, was eigentlich diese Vernunft ins Volk tragen könnte, wenn die Politik darauf hört. Und ob sie darauf hört, hängt von uns allen ab. Wir sind ja die Bürger. In Abwandlung eines 1989 bekannten Spruchs kann man sagen, wir sind die Vernunftbürger. Also, wir müssen uns einfach nur Gehör verschaffen, dann wird das alles. Dann bleibt unser Hessen und Deutschland bleibt ein ökologisch vorbildliches Land, was es sehr gut ohne Windräder sein kann. Dafür treten wir alle ein und deswegen die Botschaft, liebe Politiker, es ist 11:55, bitte kommt zur Vernunft. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist 11:55. Und es ist 11:55. Wir finden das jetzt hier klasse, dass es 11:55 ist. Aber ich hoffe, die Politiker haben verstanden, dass das ernst gemeint ist mit dem 11:55. Ich will dem Ganzen vielleicht noch eine ganz kurze Spitze aufsetzen, dahingehend, dass wir ja in der FAZ lesen konnten, dass Rot-Grün die Aufweichung des neuen Landesentwicklungsplans tatsächlich direkt umsetzen möchte, sollten sie an die Regierung kommen. Das bedeutet, dass aus den sowieso schon geplanten Hunderten oder beziehungsweise möglichen Hunderten von Anlagen hier im Rheingau-Taunus-Kreis zum Beispiel eben über 1000 werden. Die FAZ hat die Zahl 1212 genannt. Und es soll nach rot-grüner Vorstellung eben leichter werden, in Naturschutzgebieten Windindustrie anzusiedeln und die Abstände in Wohngebieten noch weiter abzusenken. Genau. Und jetzt kommt die Krönung. Das alles reicht noch nicht. Nein, jetzt wird auch noch Druck auf die DFS, also auf die deutsche Flugsicherung, aufgebaut, dass sie diese Sicherheitsradien, die international vorgeschrieben sind, und die diese Radien, diese 15 Kilometer Radius, um gerichtete Funkfeuer eingerichtet haben, die haben sich was dabei gedacht, weil es um die Sicherheit im Luftverkehr geht. Diese wollen die aufweichen. Das muss man sich vorstellen. Und jeder, der hier in der Gegend wohnt, der weiß, dass das eines der stärkst frequentierten Fluggebiete der Welt ist. Und da der DFS, oder da in dem Fall auf die DFS Druck auszuüben, die Sicherheit hier runterzufahren, nur um diese Windindustrie weiter auszubauen, das, meine Damen und Herren, das ist die Krönung. Niemals! So, wir haben uns vorgenommen, um 11:55 zu schließen. Das werden wir jetzt tun. Mit vielleicht eine Bitte habe ich noch. Die Tüten sind ja rumgegeben worden. Wir halten jetzt alle mal die Tüte hoch und sagen damit, Abholzen kommt nicht in die Tüte. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.